Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Jo, ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. 7 Minuten nur im Radio und dann kommt das WDR Fernsehen dazu. Unser Thema heute Nacht heißt Jetzt reicht's. Ja, und ich möchte gerne mit Leuten reden, die sagen, es reicht mir jetzt. Ich bin in einer Lebenssituation, ich habe die Faxen dick, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, so geht's nicht mehr weiter, es reicht mir. Oder die vielleicht auch über ein bestimmtes Thema sagen, die vielleicht über Deutschland sucht den Superstar sagen, es reicht jetzt, wir wollen nicht immer zugeballert werden mit diesem Zeug. Wie auch immer, wenn ihr sagt, jetzt reicht's, dann ruft an 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110 und die E-Mail-Adresse 1live.domian@wdr.de. Erste Anruferin heute Nacht, Sabine, 39 Jahre, guten Morgen. Guten Morgen, hallo. Sabine. Ja, hallo. Was ist denn los? Warum sagst du, jetzt reicht's? Ich habe eine Krankheit, ich bin psychisch krank, habe eine Psychose. Ja. Und ich habe Wert von, wo ich gedacht habe, das sind meine Freundinnen, die machen mich deswegen ganz schön niedersagen, die ist bescheuert, die hat ein Ding an der Klatsche, ist ein Pillenjunkie, die hat eh einen Schein, ja, die machen sich darüber lustig und das reicht, das stinkt mir. Mhm. Was heißt denn, was heißt genau Psychose? Ich habe Stimmen gehört, habe keinen Realitätssinn mehr gehabt, konnte nicht mehr unterscheiden, was ist jetzt wahr und was ist nicht wahr. Mhm. Was heißt genau Stimmen gehört? Na, die haben mir ins Ohr geflüstert, du bist doof, du bist bescheuert und ja. Irgendwelche Stimmen? Ja. Mhm. Ich war deswegen auch schon ein paar Mal in der Klinik. Ja. Und krieg deswegen auch Rente. Also kann auch nicht mehr arbeiten gehen und ja, muss auch ganz viele Medikamente nehmen. Ich meine, das ist schon eine Belastung genug, ne? Aber es ist halt eine seelische, eine psychische Erkrankung. Ja. Diese Stimmen kommen nicht von irgendwo her, sondern die passieren in dir. Ne? Hm? So kann man es erklären, ne? Ja, so kann man es erklären, ja, genau so. Wie lange hast du das schon alles? Seit 2 Jahren. Seit 2 Jahren erst? Hm. Na, was heißt erst? Na, vorher habe ich das auch schon irgendwie gemerkt, aber da waren ja die Kinder immer noch da und dann... Deine Kinder? Ja, meine Kinder, steht man sich ja doch nicht ein und vor den Kindern ja zeigen, dass man stark sein muss. Mhm. Ne? Wie fing das an damals vor 2 Jahren? Ja, ich wollte nicht mehr leben. So fing das eigentlich an. Warum? Ich hatte keinen Bock mehr zum Leben, weil mir auch alles angekotzt hat, weil ich nicht mehr weiter wusste. Mhm. Mhm. Dann war mein kleiner Sohn schon nicht mehr da und diesen Verlust habe ich auch erstmal nicht verkraftet. Wo war denn der kleine Sohn? Der lebt bei meiner Schwester. Der ist damals, musstest du ihn abgeben zur Schwester oder wie? Na, ich hab's dann gemacht, weil ich mit ihm auch nicht mehr fertig geworden bin. Wir haben uns auch mal unterhalten über verwöhnte Kinder. Ah ja. Mhm. Das war der Christoph. Mhm. Ja. Den ich dann mit 10 Jahren zu meiner Schwester gegeben habe. Ja. Ja, und daraus hat sich das dann so entwickelt. Ich bin dann mit nicht fertig geworden, dass er nicht mehr da war. Das war ein Teil der Lebenskrise. Wenn man sagt, ich will nicht mehr leben, dann muss ja noch mehr in Unordnung sein. Was war denn das damals noch? Ich bin alles finanziell, ist alles zusammengebrochen, alles über mir. Da habe ich gedacht, mich braucht keiner mehr, mich hat keiner mehr lieb. Ich fühlte mich überflüssig. Mhm. So, seit 2 Jahren ist die Psychose dann entstanden. Wie ist das denn aktuell? Hast du diese, leidest du unter diesen vorhin beschriebenen Dingen immer noch oder sind die abgeklungen? Naja, das geht jetzt. Ich nehme ja auch starke Medikamente, aber ich hatte einen Freund gehabt und hat sich sehr fies mir gegenüber verhalten und dann war das auch wieder da. Immer wenn eine Stresssituation ist, dann kommen die Stimmen wieder. Also immer wenn ich Stress habe. Ja, wie lebst du im Moment? Lebst du alleine? Ja, leider. Ganz alleine? Ja. Als Junge, als Frührentnerin? Ja. Mhm. Gut, meine Tochter kommt ab und zu mir, ne, sie ist 18, aber sie kann das auch nicht verstehen. Mhm. Ist das auch doof, ne? Und so, und daher auch jetzt dein Ausspruch, es reicht mir, ich möchte nicht so angesehen werden, als hätte ich einen an der Klatsche. Ja. Ne, so hast du es gerade ausgedrückt. Ja, was forderst du ein? Was möchtest du von den Leuten? Dass man mich versteht, dass man mich als vollwertiger Mensch
sieht und nicht sagt, ich bin bescheuert oder so. Ja, vielleicht noch anders ausgedrückt, dass die einfach anerkennen, dass das eine Krankheit ist, eine seelische Erkrankung. Wie, ja. wie es hunderte von anderen seelischen Erkrankungen und eben auch körperlichen Erkrankungen gibt, aber es ist halt eine Erkrankung und dass man darüber nicht so schlecht spricht. Hm, ne? Das, genau das. Das ist es, ne? Mhm. Ja. Wie kannst du das denn machen? Das ist ja, ich stelle mir das so schwer vor, wenn man erstmal in so einer Ecke steht, wie kann man das so hinbiegen? Da kommt man schlecht wieder raus. Ich habe zwar eine Betreuerin und gehe auch in so eine Tagesstätte. Da sind ja Menschen, denen es genauso geht wie mir, aber normale Menschen, die eigentlich nichts haben, es ist schwer, es ist unheimlich schwer, denen das klar zu machen. Mhm. Gibt es eigentlich für diese Erkrankung, müsste es eigentlich, weil es für alle Erkrankungen irgendwie sowas gibt, Selbsthilfegruppen? Bestimmt, ne? Ja, da gibt es aber, weiß ich noch nicht. Das finde ich die beste Idee, nämlich Sabine, nämlich da Kontakt zu gleichermaßen Betroffenen zu suchen, sich da auszutauschen, wie die anderen damit umgehen und wie die das geschafft haben, da wieder in ein Licht zu kommen, dass sie normal und gut leben können. Hm. Ich würde ja sowieso über deine Sendung fragen, wenn es Leute in Deutschland gibt, überhaupt, ja, ich auch Kontakt zu denen aufnehmen, ja, denen es genauso geht wie mir oder so ähnlich. Das können wir auf jeden Fall gerne so machen. Aber ich möchte auch, dass du gleich mit meiner Psychologin mal ein paar Worte redest. Ja, das hatte ich sowieso vor. Ne? Und die soll mal nachgucken, wie das so ist mit Sachen in Sachen Selbsthilfegruppen für Menschen, die betroffen sind wie du. Hm. Vielleicht wäre das wirklich der beste Weg für dich, damit du nicht mehr sagen musst, es reicht mir jetzt. Hm. Ne? Also, wir machen das so. Du legst auf, du kennst die Prozedur sicherlich. Meine Psychologin, die Heide, ruft dich an und vielleicht kommen wir weiter und wenn sich bei uns jemand meldet, reichen wir das natürlich sehr gerne an dich weiter. Hm. Ich meine, ich habe mich ja auch im ganzen Wesen seitdem verändert. Ich selber habe mich auch total, ich meine, ich war mal lustig, ich war einfach ein ganz anderer Mensch vorher gewesen. Ja, ist mir völlig klar. Nicht mehr so. Ja, ist mir völlig klar. Ja. Sabine, wir machen das so. Ich wünsche alles Gute. Ich dir auch nochmal herzlichen Glückwunsch zu deinem Kreuz. Da. Danke. Sehr, sehr. Verdienstkreuz. Und toi toi für eure Sendung, ihr seid super. Danke dir recht herzlich. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, im Radioland. Das Fernsehen hat den Vorspann abgespult und ich sage jetzt mal eben guten Tag zu den Fernsehzuschauern. Ihr lieben Fernsehzuschauer, ich grüße euch auch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Kleine Verspätung, wir bitten das zu entschuldigen. Wir haben heute Nacht ein Thema und das Thema heißt, jetzt reicht's. Und ich möchte gerne mit Leuten reden, die in einer Lebenssituation sind, aus der heraus sie sagen, ich habe die Faxen dicke, mir steht's bis hier, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, es reicht jetzt. Oder die über ein bestimmtes Thema vielleicht sagen, ich kann es nicht mehr hören, ich will es nicht mehr hören, es reicht. Also wenn ihr mit mir darüber, über einen bestimmten Fall, über ein bestimmtes Thema reden wollt, dann ruft mich an. Telefonnummer 0800 5678 111 oder Faxnummer 0800 5678 110. Wenn ihr faxt, bitte nicht vergessen, die Telefonnummer drauf zu schreiben. Und die E-Mail-Adresse, die sage ich gleich nach dem nächsten Gespräch. Und die nächste Gesprächspartnerin oder Anruferin, das ist die Susanne. Und Susanne ist 27 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Du sagst auch, jetzt reicht's. Auf jeden Fall, ja. Was ist los? Es ist so, ich habe bei meinem Freund auf dem Computer entdeckt, dass er Pornofilme sich runtergeladen hat und dass er die versteckt hat. Aha. Und ich beobachte es jetzt so Tag für Tag und es werden halt jeden Tag mehr und es sind jetzt schon über 80 Stück. Über 80 Stück schon? Über 80 Stück, ja. Wie lange seid ihr zusammen? Knapp 3 Jahre. Und ihr wohnt auch zusammen? Ja. Ja. Weiß er das, dass du das beobachtest? Nee, eben nicht. Nee. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich ihm das sagen soll, ob ich es weiter für mich behalten soll. Wie lange läuft deine Beobachtungsphase jetzt schon? 4-5 Wochen sowas. 4-5 Wochen. Er hat 80 Filme schon runtergeladen? Ja, es sind halt so Kurzfilme, so 5 bis 10 Minuten so. Mhm. Aber halt schon richtig hardcore. Hast du schon auch reingeguckt in die Filme? Ja, klar, ja. Was empfindest du, wenn du diese Hardcore-Pornos siehst? Was empfinde ich? Na, du, persönlich meine ich jetzt. Ja. Also manchmal finde ich es auch sehr antörnend oder erotisch, aber manchmal schreckt es mich auch einfach nur ab und ich denke mir, boah, wie kann der nur? Ja, was schreckt dich besonders ab? Welche Szenen, welche, ja? Wenn es halt so besondere Hardcore-Szenen sind, wo man alles sieht und... Das ist so bei Pornos, dass man so alles sieht. Ja. Ich meine jetzt, es sind nicht bestimmte Bereiche, dass er sich, weiß ich jetzt, irgendwelche perversen Sachen anguckt, Tierpornos oder
besondere SM-Geschichten, ganz harte Sachen. Das, also nee, das nicht. Das ist so in dem, in Anführungszeichen, normalen Bereich. Ja. Aber ich denke mir halt, wieso macht er das? Was fehlt ihm was an mir? Mag er mich nicht so, wie ich bin? Und ich wollte gerade fragen, wie ist denn eure Sexualität? Na, eigentlich schon gut. Ja. Die letzte Zeit ist zwar ein bisschen weniger geworden, so, aber eigentlich sonst ist der Sex das Beste fast. Ja, das ist doch schon mal eine gute Aussage. Also, dass der Sex ist das Beste. Wobei, es sollte ja nicht das ausschließlich Beste sein. Nee. Hast du ihn schon mal erwischt, wenn er sich die Dinge anguckt? Nee, ich habe ihn, das Ganze, sowas Ähnliches, habe ich schon mal entdeckt bei ihm vor 2 Jahren. Mhm. Da habe ich ihn drauf angesprochen und da hat er halt gesagt, ja, er braucht es so bei diesen Tauschbörsen, da braucht man halt viel Gespeichertes, da kommt man besser rein und so, und er macht es nie wieder. Wie, bei diesen Tauschbörsen braucht man Gespeichertes? Ja, da hat er gemeint, umso mehr man selber anbieten kann, umso schneller kann man bei den anderen was runterladen oder so. Ach so. Irgendwie so hat er das erklärt. Also, ich kenne mich da nicht so aus eben. Ja. Na gut, egal, müssen wir nicht vertiefen. Kann doch eine Ausrede sein. Mhm. Ja. Ja, jetzt ist die Frage, wie du weiter vorgehst, ne? Ja, ich weiß es nicht. Soll ich es für mich behalten? Soll ich es ihm sagen? Ich habe keine Ahnung. Sehe ich das alles zu naiv? Weiß ich nicht. Brauchen 80. Männer unbedingt sowas? Ja, ich will dir sagen, da du jetzt mich als Mann sicher auch ansprichst, ob Männer sowas brauchen. Nein, im ganzem Ernst. Ich würde ihn ansprechen darauf. Ich würde aber auch nicht da moralinsauer mit ihm erstmal ins Gericht gehen. So einfach mal fragen, hier, was ist das? Erklär mir das mal ein bisschen. Vielleicht ist es ja gar nicht so schlimm. Wäre es denn so schlimm für dich, wenn er sagt, pass auf, Susanne, ich habe da Bock drauf? Das ist dein Handy, nicht meins. Ups, Entschuldigung. Ne? Ja. Ich habe meins ausgeschaltet. Ich habe da ab und zu mal Bock drauf. Es tangiert unsere Sexualität und dich überhaupt nicht. Lass mir den Spaß. Wäre es okay? Ja, wenn er mir das vielleicht so offen sagen würde, könnte ich das vielleicht besser umgehen damit. So, aber dann musst du eben auch mit Offenheit anfangen. Weil jetzt spionierst du ihm ja irgendwie hinterher und das ist ja auch nicht die feine englische Art. Ja, schon. Und ein offenes Wort kann vielleicht da Wunder wirken und dann ist die Sache vom Tisch. Ich will dir sagen, ich finde das nicht so dramatisch, wenn in einer Beziehung einer sich gerne die Dinge ab und zu anguckt. Ist doch nichts dabei, ist doch nicht schlimm. Ja, ich bin da halt ein bisschen, weiß ich nicht, ein bisschen arg eifersüchtig. Ja, aber das musst du aber dann auch, da musst du auf den Boden der Tatsachen kommen. Da musst du nicht eifersüchtig sein, wirklich nicht. Es ist halt so, ich bin nicht so schlank wie die ganzen Models. Ich habe ein bisschen über 80 Kilo, also ich bin ein bisschen mollig. Ach, Susanne. Und ich denke mir immer, vielleicht findet er dann die besser und der will mich dann irgendwann nicht mehr. Und nein, ich finde, dass man da wirklich nicht eifersüchtig sein sollte. Ich glaube, dass du viele andere Vorteile hast und Qualitäten hast und er dich sicher auch so, wenn ihr schon so lange zusammen seid und du sagst, der Sex ist besonders gut zwischen euch beiden, dass er dich wirklich so akzeptiert, wie du bist. Dass das einfach nur so ein Schmankerl nebenher ist, wenn er sich das ab und zu mal reinzieht. Das würde ich gar nicht so hochhängen. Aber du musst offen mit ihm reden, er soll das erklären. Ich wäre jetzt schon bedenklicher, wenn du sagen würdest, unser Sex ist irgendwie, da ist tote Hose angesagt. Dann würde ich auch sagen, naja, komm, aber so. Eine tote Hose nicht, es ist schon ein bisschen weniger geworden die letzte Zeit. Wie oft schlaft ihr miteinander? Na, so die letzte Zeit, 1-2 Mal die Woche. Ja, naja. Ja. Ist ja auch noch im Rahmen des Normalen, ne? Seid ihr beide berufstätig, habt ihr viel zu tun? Ich bin zu Hause, ich habe ein Kind. Ja. 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 Nein, aber ich glaube, dass das Ansprechen und Aussprechen bei so einer Angelegenheit ganz wichtig ist. Sonst baust du dir da so ein Gebäude auf und mutmaßt und spekulierst, vielleicht völlig im Nebel und es hat gar kein Fundament. Und du redest dir da irgendwelche Sachen ein, ja, die sind zu schlank und dünn und ich bin dick und Quatsch. Ja, weißt du, dann darfst du ihn ja gar nicht mehr raus auf die Straße lassen, da laufen auch dünne Frauen rum. Ja, ich weiß. Ja, ne? Also er scheint dich ja nur wirklich lieb zu haben, sonst wär er ja nicht mit dir zusammen. Hm. Ja. Okay, dann. Aber das ist, glaube ich, auch ein bisschen schwierig, wenn so etwas ein Tabu ist in einer Beziehung, das anzusprechen. Ne? Ja, schon. Ein bisschen peinlich ist es schon, ne? Ja. Vor allen Dingen musst du jetzt auch sagen, dass du das nachspioniert hast. Ja, genau. Wie hast du das denn gemacht? Bist du da irgendwie in seinen PC gegangen? Hast du da irgendwelche Dinge getan, die eigentlich nur für ihn bestimmt sind? Oder? Nee, ich bin an seinem PC hin und habe mir gedacht, nee, jetzt forsche ich mal. Und da gibt es ja so eine Option, man kann nach Dateien ordnen und Videos und so suchen. Ja, dann habe ich halt suchen lassen. Mhm.
Ja, dann hat er mir das alles ausgespuckt. Wie kamst du überhaupt auf die Idee, da zu forschen? Ja, weil er eben vor 2 Jahren am Computer schon mal sowas Ähnliches gehabt hat. Aber das ist vor 2 Jahren gewesen. Da hast du 2 Jahre nichts geforscht und jetzt plötzlich dann wieder. Ja, also er ist die letzte Zeit sehr oft und sehr lange am Computer gewesen. Und ah ja. Und wenn ich halt ins Zimmer komme bin oder so, habe ich immer klicken gehört. Dachte ich mir, ob er jetzt schnell was weggeklickt hat oder so. Und ja. Ja, das muss alles ausgeräumt werden. Weil das finde ich, alles sind alles so Spannungselemente in der Beziehung, wenn man schon heimlich vor dem PC sitzt und dann wegklickt und mit einem Ohr horcht, kommt sie, jetzt kommt sie nicht. Und wenn du ihm sagst, okay, guckst du dir doch an die Dinger, mir ist es egal, dann kann der da in Ruhe rumsuchen und du weißt, dass er sich da vielleicht nicht noch mehr reinsteigert. Ich find's besser, wenn ihr redet. Okay. Susanne, in diesem Sinne. Gut. Alles Gute, damit du nicht mehr sagen musst, jetzt reicht's. Und dann, ja, dann ist die Sache gegessen, okay? Okay. Alles Liebe, tschüss. Vielen Dank, tschüss. Jo. Die Mailadresse 1live.domian@wdr.de. Wenn ihr mailt, vergesst bitte nicht eure Telefonnummer. Wir machen die Erfahrung in den letzten Wochen, dass ihr alle fleißig mailt, aber keine Telefonnummer reinschreibt. Es ist für uns viel einfacher, uns direkt mit euch in Verbindung zu setzen, auch während der Sendung. Bitte Telefonnummer draufschreiben. Wenn ihr Näheres zu unseren Themen wissen wollt, dann klickt einfach domian.de. Ganz einfach domian.de. Da könnt ihr einiges und vieles und Detaillierteres nachschauen und nachlesen. Marc ist da, 25 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Marc. Hallo. Jetzt reicht's. Meine Freunde sagen, jetzt reicht's. Und ich sag mir, seit Anfang des Jahres habe ich mir vorgenommen, dass es wirklich reicht, obwohl es sehr schwer ist, damit aufzuhören. Was denn? Ja, ich bin 25 seit 10 Jahren. Das ist eine super lange Zeit. Bin ich Teilnehmer von Gewinnspielen jeglicher Art. Postkarten, Telefon, Internet, Videotext. Ich mache jedes Gewinnspiel mit. Jeder Preis ist mir egal. Hauptsache Gewinnspiel mitmachen. Ja. Hab schon auch einiges gewonnen, einiges gesehen, aber dadurch habe ich meine Freunde, Familie vernachlässigt, weil ich permanent nach der Arbeit Stunden immer nur mit Postkarten verbracht habe, diese zu basteln, zur Post zu bringen, mit Gewinnfreunden tauschen, Umschläge fertig machen. Das hat mich Stunden am Tag gekostet, zusätzlich zu meiner Arbeit, und ich hatte keine Zeit für niemanden. Habe ich noch nie gehört. Ja, das ist auch... Ich ahne schon, dass es einen ernsten Hintergrund hat, sonst müsste man erstmal ein bisschen schmunzeln. Ja, wegen Gewinnspiele gehen Beziehungen kaputt und Freundschaften und so etwas? Ist ja abgefahren. Es gibt halt einige, die machen permanent an Gewinnspielen mit. Klar, für die, die nicht arbeiten, da gibt es einige von, die haben mehr Zeit, aber ich arbeite 40 Stunden die Woche und zusätzlich mache ich noch Stunden am Tag an Gewinnspielen mit. Also wie viel Stunden, um mir ein Bild zu machen, wie viele Stunden am Tag verbringst du damit Gewinnspiele irgendwie da mitzumachen? 2 bis 3 Stunden. Ich muss ja auch noch mal in Supermärkten gehen, nach Originalteilnahmekarten suchen. Das dauert auch. Ich muss ja jedes Regal hintersuchen, um Teilnahmekarten zu finden. 2 bis 3 Stunden jeden Tag. Das ist natürlich wirklich, das ist eine Menge Zeit. Gewinnspiele heißt, klär mich mal auf, so Preisausschreiben in Supermärkten oder richtig, bei Versandhäusern. Firmen, Versandhäuser gewinnt man eh weniger, da machen Millionen mit. So mehr solche kleinen, was weiß ich, solche Frühstücksfirmen, so wo es Frühstücksprodukte gibt, zum Beispiel, will ja keine Werbung machen, oder halt so Süßigkeiten, Firmen, da kann man immer sehr gut gewinnen. Aber es geht nicht so weit, dass du auch permanent, weiß ich jetzt, eine Lotterie mitspielst, Lotto oder so. Nein, das auch nicht. Es geht um Kartenbasteln, um Telefongewinnspiele, um Videotext, um Internet, alles, was damit zu tun hat. Ja, natürlich, das Internet ist ja auch voll von solchen Sachen. Ja, wahrscheinlich, Internet gewinnt man aber auch nicht so gut. Am besten gewinnt man über Postkarte, mit auffallenden Postkarten, mit laminierten Karten, mit besonderen gebastelten Wellpappekarten. Warum gewinnt man mit besonders gebastelten Karten? Weil das auffällt. Du musst es dir so vorstellen. Du bist Fortuna, hast einen Berg voller Karten und ziehst eine blanke Postkarte, wo du die Adresse nicht lesen kannst. Und nebendran ist eine ganz große, auffallende Herzkarte. Dann ist doch klar, dass du eher die Herzkarte gewinnen lässt, anstatt die Adresse, die man kaum lesen kann. Ich weiß ja nicht, wie die das machen. Ich dachte, da sitzt dann ein Notar mit verbundenen Augen und greift rein und nimmt irgendeine Karte. Ja, nicht, wenn es, was weiß ich, 50 CD-Player zu gewinnen gibt. Dann nicht. Ah, vielleicht so bei 2 Autos oder bei 5 Autos, aber nicht bei kleinen Firmen. Wie viel Geld hast du in diese Sache schon investiert? Um das so hochzuschätzen, habe ich circa in Euro, in D-Mark hört sich das mehr an, aber circa 80.000 Euro dadurch gewonnen, und ausgegeben habe ich ein paar tausend Euro.
80.000 Euro gewonnen? Es kommt daher, ich muss dazu sagen, ich habe einen Bausparvertrag gewonnen mit einer größeren Summe. Ja? Dann habe ich dann noch eine sehr große Reise gewonnen, die ich jetzt im Mai antreten werde. Wohin? Das ist auf dieser Schellen, ist eine Privatinsel, ist Private Insel. Schweineteuer eigentlich. Ja, es kostet allein 16.000 Euro die Reise. Boah. Wenn man das so hochrechnet und dann noch meine anderen Reisen, die ich zwischendurch hatte. Aber das heißt ja, dass das Verhältnis Gewinn und Verlust, das steht so sehr gut da. Ja, das auf jeden Fall. Aber 80. Die Zeit, ich, nee, ist klar. Aber ich lasse es mir auf der Zunge zergehen. 80.000 Euro hast du nicht gewonnen in 10 Jahren Gewinnspiel. Ja, richtig. Mit 15 angefangen, jetzt bist du 25. Ein paar tausend Euro investiert. Ist jetzt so, dass ich das Geld nicht in Bar habe. Viele denken, boah, der muss sein Konto haben. Ich habe halt Sachgewinne gemacht. Ist klar. Habe ich vielleicht nur die Hälfte mal bekommen, wenn ich es verkauft habe. Ja, das habe ich schon so verstanden. Das Weil viele denken, ich bin jetzt ein Millionär dadurch. Nee. Das ist nicht wahr. Ne? So eine teure Reise, da hast du jetzt den Wert mit eingerechnet. Ja, natürlich. Ja. Die Reise werde ich dann jetzt auch im Mai antreten, aber das Geld kann man sich nicht auszahlen lassen. Jetzt ist es angesagt, dass du sagst, es reicht, jetzt reicht es. Weil ich einfach zu viel Zeit damit vergeude. Richtig, genau. Und irgendwie ein Suchtverhalten entwickelt habe, ne? So habe ich es verstanden. Klar, ich möchte ins Fitnessstudio gehen, ich möchte mal ins Theater gehen, ins Kino gehen. Ja. Das habe ich nie gemacht, weil ich immer zu Hause gesessen habe, alleine, was einsam. Was denn mit Freund und Freundin, mit Freundinnen, wie sieht's da aus? Ja, seit ich meinen Prinzen habe, seit einem halben Jahr, hat sich das Leben geändert. Und seitdem mache ich halt keine Gewinnspiele mehr mit. Sehr wenig. Also Prinzen heißt, du hast einen Geliebten. Ja, genau. Ja. Aber dann ist es doch wunderbar. Dann brauchst du gar nicht mehr sagen, es reicht. Es reicht doch. Es ist doch dann schon gelaufen. Ja, ich hab halt gesehen, dass Liebe wichtiger ist als jeder Gewinn. Ja, und also, ein schöner Satz können wir ja gar nicht mehr hören von dir. Ja, es ist aber so. Und meinen Freunden mache ich damit auch einen Gefallen. Klar, ich habe meine Freunde immer gerne mitgenommen, wenn ich was gewonnen habe. Ja. Aber mir ist die Gesellschaft wichtiger. Ich genieße das Leben, indem ich mal am Wochenende weggehe. Verstehe. Aber Marc, dann ist doch eigentlich alles schon jetzt mehr oder weniger im grünen Bereich. Sozusagen. Ich kann trotzdem nicht damit aufhören. Ich mache trotzdem mit, nicht so permanent wie früher. Allerdings hin und wieder kommt es dann trotzdem, dass ich zur Post renne und Karten abschicke. So, aber dann bin ich guter Dinge, wenn du sagst, du hast jetzt eine Liebe gefunden und die Liebe ist ganz toll. Und die Liebe ist sowieso die beste Medizin für alles. Das ist wohl wahr. Ne? Und das heißt, dann bin ich guter Dinge, dass dich deine Liebe noch weiter wegziehen wird von diesem Wahnsinn, der dich da 10 Jahre umgetrieben hat. Es war zwar eine schöne Zeit bei den Gewinnen, die ich dann angetreten habe, aber die Zeit, um zu gewinnen, die ist natürlich Horror. Ist klar. Also, ich würde jetzt gar nicht mehr mit Psychologen und so ankommen. Nein, sondern, brauche ich nicht. Sondern, ich bin glücklich, mit dir telefoniert zu haben. Ja, nein, und ich drücke einfach die Daumen jetzt, was die Liebe anbelangt. Ja. Und habe die große Hoffnung, dass wenn sich das jetzt noch mehr verfestigt, die Beziehung, dass du es dann wirklich schaffst, davon wegzukommen oder es auf ein ganz kleines Maß zu reduzieren. Ein bisschen ist ja auch nicht so schlimm. Mal so einmal im Jahr eine Seychellenreise zu gewinnen, ist ja auch nicht so ohne, ne? Ja, aber das war jetzt ein Highlight. Das ist nicht so, dass ich das jetzt jeden Monat gewinne. Ja, ist klar. Viele stellen sich das einfach vor. Es ist echt zeitintensiv. Ja. Zeitintensiv ohne Ende. Aber jetzt ist das ja viel schöner, mit deiner Liebe zusammen zu sein, als irgendwelche blöden Karten zu basteln. Das sage ich dir. Das ist das Beste mit den Karten basteln. Das kann ich mir auch gar nicht mehr vorstellen. Ich habe da auch gar keine Lust mehr zu. Ich denke dann immer, wann sehen wir uns wieder? Ja. Und den Kontakt zu den Freunden, zu meinen Freunden, ist natürlich viel besser als jede einzelne Karte, die ich schreibe. Also, es ist alles im Bereich der Besserung, ne? So ein genau. Also, das jetzt reicht, ist eigentlich schon, ist schon auf den Tisch gehauen worden. Ne? Das haben meine Freunde mir gesagt und dann habe ich überlegt und dann habe ich gesagt, okay, so kann es nicht weitergehen. Perfekt. Dann wünsche ich alles Gute. Ich wünsche dir eine ganz tolle Reise in diese Schellen. Danke schön. Ist ja wahrscheinlich ein Traum, ein Paradies da unten. Ja, es war nur eine Woche, allerdings freue ich mich da trotzdem schon wahnsinnig. Ist dann auch egal. Und toi, toi, toi mit der Liebe. Ne? Danke dir, alles Liebe, Domian, und schön, dass wir uns gehört haben. Ja, Marc, tschüss. Alles Liebe, tschüss. Juhu. Jetzt reicht's, heißt unser Thema. Und ich möchte gerne mit euch sprechen, die sagen, es reicht mir jetzt. Es reicht wirklich, egal auf welchen Bereich bezogen, auf welches Thema bezogen, es reicht. Und Rüdiger zum Beispiel hat auch angerufen und in der Gegend oder in der Nähe ist auch seine Frau, seine Ehefrau Debbie. Hallo Rüdiger. Hallo Domian. 47 Jahre alt. Ja. Guten Morgen. Guten Morgen. Bin ganz rappelig. Ja, bei uns reicht es deswegen, also unsere Ehe, die kriselt jetzt seit ein gutes Jahr, weil ich halt... seitdem ich denken kann, Frauen Sachen gerne anziehen. Und es wurde immer mehr. Und vor einem Jahr hatte meine Frau im Auto mal von der Perücke Haare gesehen. Mhm.
Und ja, habe ich ihr gesagt, das ist Hanf. Naja, kurz danach hat sie dann Lippenstift gesehen gehabt. Was hast du ihr gesagt? Das ist Hanf? Hanf, ja. Was man so zum Abdichten von Rohr. Ach so. Oder so. Ja, so. Naja gut, dann hat sie dann hinterher Lippenstift gesehen und dann wollte ich nicht sagen, dass ich fremd gehe. Habe ich ihr dann gesagt gehabt, ja gut, ich ziehe Frauensachen an. Das hast du vor einem Jahr erst gesagt? Vor einem Jahr habe ich erst gesagt, ja. Wie? Was sie mir auch sehr viel übel nimmt, sagt, das hätte sie mir vor der Ehe sagen können, du hast mich belogen. Wie lange seid ihr verheiratet? 8 Jahre. 8 Jahre. Kinder? Ja. Ja, wie viel? Es sind 3 Stück. 3 Kinder? Nicht alle aus einer Ehe, also wir haben ein gemeinsames, eins ist von ihr und ein. Was heißt jetzt, du hast Spaß an Frauenkleider, du trägst gerne Frauenkleider. Ja. Ist das, dass du das so für dich heimlich zu Hause in deinen vier Wänden machst oder gehst du damit auch in Kneipen? Ich gehe damit auch raus, also gehst überwiegend... Ich möchte gerne auch rausgehen. Ne? Bloß jetzt nicht tagsüber, sondern halt eben in 10 Kneipen oder eben... Machst du aber auch. Bitte? Das machst du auch oder möchtest du es nur gerne? Nee, das mache ich auch. Das machst du auch. Ja. Jetzt hat sie das vor einem Jahr durch Zufall entdeckt, deine Frau. Ja, ja. Wie lange praktizierst du das denn schon? Es wurde immer mehr, also von Jahr zu Jahr. Also fing mit Kindheit auf an. Dann habe ich mal zu Karneval, habe ich von meiner Cousine, hatte ich... Mädchensachen anbekommen und da habe ich gemerkt, das gefällt mir. Ja. Ne, und so steigerte sich das immer mehr. Ne? Das heißt also während der ganzen... Hosen angezogen oder so. Ja. Das heißt also während der ganzen Ehe hast du das schon heimlich gemacht? Ja. Bist auch heimlich auf die Rolle gegangen dann? Ja, ja. Wie hast du das gemacht? Das fällt doch auf, wenn du dich zu Hause... Nein, ich habe also einen Dienst, der wo ich auch abends mal raus muss und naja, habe ich dann eben gesagt, ich muss eben und... Okay, aber wo hast du dich aufgebrezelt? Im Auto. Ach, im Auto. Und wo hast du deine Kleider aufbewahrt? Im Auto. Immer im Auto, all die Jahre? Im Kofferraum, ja. Und das hat die Frau denn nie zufällig gesehen vorher? Nein, da gibt es ja Stofflöcher. Ja. Und hast dich dann auch im Auto, ist ja bizarre die Vorstellung, auch im Auto geschminkt und die Perücke aufgesetzt und alles Mögliche? Ja, ja. Bist du schwul? Nein. Auch? Oder nein. Bisexuell? Nein. Nein. Du gehst dann raus in so Transenkneipen? Ja, ja, genau. Und schwul sind auch Schwule dann auch. Ja. Ne? Und läuft da sexuell irgendwas? Nein. Mhm. Da ist noch nichts, gar nichts gelaufen, aber auch keinen Bedarf danach irgendwie. Ja. Nix. Würdest du gerne? Letztendlich, wenn du frei wärst? Also sexuell doch irgendwas nein, laufen wird? Nein, also ich möchte in diesen Sachen jetzt nicht sexuell irgendwas haben. Sicher, ich nehme meine Frau dann gerne im Arm auch, gebe ihr einen Kuss oder streichle sie. Ne, also es ist der reine Spaß an der Verkleidung? Ja. Als Frau halt nach draußen zu gehen? Oder hat es für dich so eine autoerotische Komponente, also was Eigensexuelles? Dass wenn in dem Moment, wo du das anziehst, dass du das für dich schon sehr erotisch findest? Das auch nicht. Nein. Wenn du Strumpfhose anziehst, ist das so, als würdest du eine lange Unterhose anziehen. Oder so. Ja, ja. Mhm. Ja, jetzt bin ich mal gespannt auf Debbie. Debbie, deine Ehefrau. Gibst du sie mir mal? Wir reden gleich weiter. Ja, okay. Mhm. Guten Morgen. Hallo, Debbie. Hallo. Also, ich kann mir vorstellen, dass das ein heftiger Schlag für dich war, als du das entdeckt hast vor einem Jahr. Oh ja. 1 Woche 7 Kilo. Ja. Abgenommen. Und dann kam dann erstmal die Frage... Ja, der ist jetzt schwul. Ja, genau. Habe ich gerade auch gefragt. Ja, also für mich ist total eine Welt zusammengebrochen. Ja. Ich habe mich belogen, betrogen gefühlt, total verarscht. Hast du sicher auch die Frage gestellt, wie lange schon? Ja, das auch. Und das war dann die ganze Ehe über? Ja, das hat er mir dann also gesagt. Dann hatte ich ja keine Ahnung. Im Internet geguckt, habe dann gesehen, also dass es viele Leute gibt. Ich habe mich ja erstmal überhaupt kundig gemacht. Hat ja gar keine Ahnung, wie gesagt. So. Ja, ja, woher auch? Kann man ja auch gar nicht. Hab mir das auch irgendwo gar nicht vorstellen können. Ja. Das ist jetzt dein Mann, mit dem bist du verheiratet. Mhm. Hast du ihn inzwischen mal gesehen? Ja, habe ich. Hast du, ja. Was war das für ein Gefühl? Also beim ersten Mal fand ich das gar nicht schlimm. Fand ich eigentlich auch ganz nett so. Hat er sich dann bei euch in der Wohnung zurechtgemacht? Ja, ja. Und ja, das war nicht so schlimm. Dann fing es aber an, dass dann also nur noch Tanja im Spiel war, also jetzt für meine Sicht. Es wurde nur noch bei eBay gekauft, die Klamotten... Moment, lass mich fragen, ist Tanja sein Frauennamen? Ja. Ach so, ah ja. Also dann das ganze Leben bestand nur noch, also jetzt aus meiner Sicht kann ich nur reden, nur aus diesem Thema. Ja.
wurden nur noch Frauensachen gekauft. Er selber läuft rum wie ein Schlumpf. Mhm. Er macht sich nie für mich schön als Mann. Mhm. Und ich fühlte mich also auch vorher schon, also wir waren davor, ich sag mal, 6 Jahre mindestens gar nicht aus. Nicht essen, nicht ins Kino, gar nichts, mit den Kindern nichts. Mhm. Nichts, nie. Ja. Und ich hatte dann gesagt, also das kann so nicht weitergehen. Es kann ja nicht so sein, dass du als Tanja immer rausgegangen bist. Mich hast ja auch übersehen und ich möchte, dass das geändert wird. Mhm. Ja, 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 du hast ja recht. Mhm. Es änderte sich aber nichts. Ja. Wie ist die Situation jetzt heute? Ist er immer noch mehr im Tanja-Rausch oder hast du es ein bisschen ihm runtergefahren durch deine Kritik? Er sagt immer, ich ändere mich, aber so richtig das Gefühl habe ich nicht, nein. Was möchtest du denn gerne, wie er sich ändern sollte? Ja, eigentlich möchte ich, dass er auch ein bisschen an die Familie denkt. Mhm. Das heißt, du würdest dass gar nicht, er auch an mich denkt. Ich hab, das heißt, du würdest gar nicht verlangen, dass er diese... Ich sag's mal, diese Neigung. Ganz lässt, nein. Das verlangst du gar nicht. Nein. Das hat er mir auch klipp und klar gesagt, dass das nicht geht. Kannst du da eigentlich auch mit leben, wenn das im Rahmen bleibt, sagen wir mal so? Wenn das im Rahmen bleibt, ja. Ja. Aber es wird ja alles irgendwie nur in dieser Sache gemacht. Mhm. Das heißt, wird geplant, auf weite Sicht, da ist eine Fete, da ist eine Party. Warst du denn auch schon mal zusammen mit ihm als Tanja auf irgendeiner... einmal, ja, in Köln. Und wie hast es du ist mir sehr schwer gefallen. Ich habe mich ehrlich gesagt total beschissen gefühlt. Ja, das war so eine Szenerie, in der du noch nie warst und der du dich auch nicht wohlfühlst. Eigentlich. Nein, ich habe mich nicht wohl gefühlt, weil er ist dann dahin gegangen. Ich kannte niemanden, ich saß dann den ganzen Abend nur alleine rum. Mhm. Und das im Endeffekt ging es dann in Streit aus. Geht dir das eigentlich leicht von der Hand, wenn er als Frau aufgebritzelt ist, als Tanja? Mhm. Kannst du so zärtlich zu ihm sein? Oder hat man da doch irgendeine Distanz? Also ich habe da eine Distanz. Mhm. Also die habe ich. Und wenn er sich anzieht als Frau, berätst du ihn dann so wie eine gute Freundin quasi? Also der Rock könnte jetzt doch ein bisschen länger sein, die Pumps passen nicht dazu. Machst du das? Ich versuche es fällt mir sehr schwer. Mhm. Du liebst deinen Mann? Ja, das, ja. Ja, und dir ist eigentlich auch an der Ehe gelegen? Ja. Ja, du würdest auch gerne mit ihm zusammen sein? Ja. Du würdest ihm quasi auch das Angebot machen hier, ich verlange nicht, dass du es abstellst, aber kümmere dich auch ein bisschen um mich und lass uns einfach einen Kompromiss finden. Ja. So sagst du es. Sicher, ich habe ihm auch vorgeworfen, ich möchte an erster Stelle stehen und nicht Tanja. Mhm. Das habe ich gemacht, ja. Ich sage, ich bin deine Frau und nicht die. Also diese Eifersucht, ist katastrophal. Also das ist für mich nicht auszuhalten. Wie alt sind eigentlich eure Kinder? 7. Ach, alle Leute waren das. Also müssen wir auch nicht weiter. Also es sind die Kinder wissen davon nichts. Das von den Kindern habt ihr das ferngehalten. Ziemlich nicht alle. 2 wissen es. Die wissen es. Die sind auch ein bisschen älter dann. Ja. Ja. Mhm. Also ich will dir sagen, Debbie. Erstmal glaube ich, dass jeder verstehen kann, dass man da geschockt ist. Weil, wie du es gerade auch ausgedrückt hast, man mit etwas konfrontiert wird, was man gar nicht kennt. Dann fühlt man sich auch ein bisschen angemogelt und hintergangen, ne, wenn das so viele Jahre quasi so ein geheimes Leben gelaufen ist. Ja. Und ich finde ganz toll von dir, muss ich auch sagen, dass du sagst, ich will eigentlich mit dem Mann zusammen sein. Ich akzeptiere sogar diese seine Neigung, aber er muss mir auch entgegenkommen. Ja. Und das ist, finde ich, ein Ansatz. Und deshalb möchte ich jetzt den Rüdiger nochmal haben. Okay. Tschüss, Debbie. Ja, tschüss. Also Rüdiger, du warst jetzt dabei, was Debbie gesagt hat. Wahrscheinlich ist es dir auch nichts Neues. Nein. Ich finde das einen sehr, sehr korrekten und fairen Ansatz, den sie da hinlegt. Ja, ich verstehe sie auch. Und das Problem ist halt, ich habe halt mehrere Anlaufversuche gestartet gehabt. Und ist es auch noch ein Problem. Sie muss mich jetzt 24 Stunden praktisch fahren, wenn ich irgendwann weil da was weg ist. Und da haben wir uns schnell in die Haare und dann ging auch vieles wieder im Bach. Ja, aber sie hat ja eine ganz klare, ganz einfache Forderung. Hier, Rüdiger, kümmere dich auch mal ein bisschen um mich, mach dich auch mal für mich als Mann schön und lass uns auch mal gemeinsam ausgehen, als normales Ehepaar. Mhm. Dann kannst du auch als Tanja wieder deinen Spaß haben. Und ich finde das einfach einen sehr, sehr, sehr korrekten Ansatz von ihr. Und du hast ja auch einiges wieder gut zu machen. Du hast sie ja immerhin viele Jahre letztendlich betrogen. Und deswegen finde ich, also kein Mensch könnte von dir verlangen, dass du die Neigung runterbügelst, wegbügelst. Mhm. Aber man kann von dir verlangen, dass du, wenn du auch an der Frau interessiert bist, das setze ich jetzt mal voraus. Ja, das bin ich auch.
So, auf jeden Fall. Dass du auch ein bisschen auch gegen dich angehst und dich jetzt nicht völlig auslebst, sondern auch ein bisschen was für sie tust. Finde ich. Ja, ist richtig. Also, sie hätte ja auch viel heftiger reagieren können. Sie hätte ja auch die Brocken hinschmeißen können. Klar, habe ich ja auch schon von vielen gehört. Und immerhin geht sie mit dir in irgendwelche Schulenkneipen oder in Transenlokale, was ja auch schon eine Geste und Zeichen von ihr ist, ich komme dir entgegen. Ja, das macht sie ja auch. So, und wenn ihr beide nicht zurande kommt, was ich eigentlich gar nicht glauben kann, irgendwie muss da, ich glaube, dass da eine Lösung ist, dann geht bitte eins, zwei oder dreimal zu einer Eheberatung, dass da noch ein anderer, so wie ich jetzt in dem Fall, dass ein anderer Mensch ist, der euch ein bisschen zusammenführt. Machen die denn sowas? Ich habe da schon mal im Internet geguckt, da stehen immer ganz andere Rubriken. Na klar, ja. Können wir die auch gern gleich noch ein paar Adressen geben. Klar, ja, machen die ja, das. Ja, ja, ja. Wäre vielleicht nur hilfreich, wenn ihr beide alleine nicht zu Potte kommt. Hm. Aber ich glaube, dass die Grundvoraussetzungen gut sind, dass ihr es schafft. Ja, Sarah, wir lieben uns und wir wollen ja auch nicht Schluss machen jetzt. Ne? Ja. Und das war manchmal jetzt die letzte Zeit das Wort, ne? Schluss, Feierabend und so. Ja, aber ihr habt ja auch eine Verantwortung zu tragen. Ihr habt drei Kinder und ihr sagt beide, dass ihr euch eigentlich lieb habt. Da muss es doch irgendwie hinzubiegen sein. So, du legst auf. Okay. Meine Psychologin Heide ruft dich an oder euch an wegen der Telefonnummern. Okay, danke. Alles Gute. Bis dann. Tschüss. Jetzt geht es weiter. Ich frage in die Regie. Mit wem? Mit Helmut. Und Helmut ist 52 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Helmut. Ich habe das vorhin gesehen und dachte, jetzt melde dich mal. Ich hatte schon ein paar Mal vor bei dir. Also ich bin Dialysepatient seit 2 Jahren und 2 Monaten und ungefähr 1 Woche. Ja. Und warte auf eine Nierentransplantation und das wird wahrscheinlich noch Jahre dauern und das nervt mich. Also ich hatte heute wieder Dialyse, mir wurden 4,5 Liter Wasser abgezogen und das ist schon belastend. Weißt du was, Helmut? Ich glaube, so dieser Begriff ist so in der Öffentlichkeit Dialyse. Aber ich glaube, dass ganz viele Leute sich gar nicht ein Bild davon machen, was das bedeutet. Nee, was heißt das? Was null ist, Ahnung davon, ja. Genau. Was ist da heute mit dir passiert? Du warst heute bei der Dialyse. Ich muss dreimal die Woche hin, 4,5 Stunden und da wird man immer Maschine angeschlossen, das ist meistens auch ziemlich schmerzhaft, weil da 2 ziemlich große Nadeln in den Arm gerammelt werden. Im Krankenhaus? Nein, es ist so eine Art Dialyseklinik, so eine private Praxis. Ne? Mhm. Und da wird einem dann sozusagen das Wasser rausgezogen. Und da ich nicht so diszipliniert bin, wie man sein sollte, ich kann einfach mit so wenig Wasser, wie ich trinken darf, nicht auskommen, hatte ich heute wieder 4,5 Liter, eigentlich hatte ich 5,1 Liter mehr als ich dürfte. Und wenn man dann zu viel Wasser in sich hat, gerade am Wochenende, wo es über 3 Tage geht, dass man, sozusagen, ich kann ja nicht Wasser lassen. Wenn die Nieren versagen, das machen sie meistens gar nicht klar, kann man nicht mehr pinkeln, auf Deutsch gesagt. Ja. Und das ganze Wasser ist hier löst im Blut und wird aus dem Blut rausgefiltert. Das heißt, das ganze Blut wird auch quasi ausgetauscht. Das Blut wird mehr, also wie oft 1000 Mal da durch diese Dialysemaschine gepumpt und jedes Mal wird ein bisschen Wasser rausgezogen und natürlich auch Schadstoffe, die Niere nicht mehr rausfiltert. Ja? Also diese Maschine erfüllt im Prinzip die Aufgaben, die Niere nicht mehr erfüllen kann. Im Wesentlichen, ja. So ist und, das. Und das ist natürlich eine außerordentlich anstrengende Prozedur. Man sieht, liegt da im Prinzip mit, danach muss man auch die Wunden sich schließen lassen. Also im Prinzip 5 Stunden liegt man da rum, kann sich überhaupt nicht bewegen. Das muss man sich ja vorstellen, ne? Dass man 5 Stunden, ihr liegt starr dann da. Starr, ne? Man kann sich nicht rühren, sich nicht drehen, umdrehen, nichts. Wenn man versucht, da einzuschlafen ein bisschen, man darf sich auch, ich bin eigentlich ein sehr unruhiger Schläfer. Ja. Aber in der Dialyse, auch wenn ich einschlafe, ich drehe mich nicht. Ja. Das ist ganz komisch, als wenn das Hirn noch weiß, ob Ja, das ist so eine Programmierung wahrscheinlich. Was laufen da irgendwelche Monitore, dass man Fernsehen gucken kann? Ja, man kann, also 2 Patienten müssen sich immer einen Fernseher teilen, man hat so Kopfhörer. Mhm. Ich lese viel, man hat sich auch daran gewöhnt in der Zeit, aber es ist trotzdem sehr belastend. Und danach ist man einfach total kaputt, den Rest des Tages kann man sozusagen nicht mehr nutzen. Ich sinke zu Hause in den Sessel und das war's. Mhm. Also es ist keinesfalls so, dass man sich danach dann erfrischt fühlt oder gar gut fühlt, sondern richtig erschöpft und fertig. Man fühlt sich zwar auch, also ich hatte also, man geht ja 3-mal die Woche normalerweise. Mhm. Also ich gehe ja Dienstag, Donnerstag und Sonnabends, das ist immer ein Tag zwischen, das geht. Ja. Aber von Sonnabend bis Dienstag sind 3 Tage. Das muss man vorstellen, du gehst 3 Tage nicht pinkeln, das ist unvorstellbar. Ja. Ja. Ja, ja. Und da fühlt sich so viel Wasser im Körper an und wenn das mehr wird, dann drückt es auf die Lunge und dann kann man nicht mehr atmen. Das heißt, man kann meistens auch gar nicht schlafen in der Nacht, also bei mir vom Montag auf Dienstag, weil man einen riesen Druck auf der Brust hat von dem Wasser, was im Körper gelöst ist. Ja. Und das ist wirklich total schlimm, richtig schlimm. Und aber wenn das Wasser raus ist, ich fühle mich zwar kaputt, aber ich bin froh, dass es raus ist, fühle mich dann auch wieder leichter. Ja, ja. Das ist der Druck von der Brust ist dann weg.
Ja. So, das geht jetzt seit 2 Jahren, sagtest du. Seit Dezember 2000. Geht das jetzt so? Das heißt, das schränkt das Leben ja auch enorm ein. Man kann ja auch nicht in Urlaub fahren mal. Ich war schon 3 Mal in Urlaub, aber das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Man muss in eine Feriendialyse. Ich war in Spanien und Kroatien bis jetzt. Da muss man also fliegen, genau vor Ort. Und da muss man am nächsten Tag gleich dahin und auch die Rückreise genau planen. Ja. Und außerdem, da ich ja auf die Transplantation warte, fahre ich nur in relativ nicht so weit entfernte Länder. Stimmt, das geht ja gar nicht. Du musst ja erreichbar sein, verfügbar sein. Ich habe mein Telefon bei, dass ich jederzeit ganz schnell zurückgeholt werden kann mit dem Flugzeug. Das heißt, für dich bedeutet dieses irgendwie auf unsere Thema, auf unsere Sendung, auf unser Thema bezogen, es reicht mir jetzt, ich möchte so gerne die neue Niere haben. Ja. Genau. Ich bin mürbe, ich will das nicht mehr. Das ist wahr. Mhm. Und ich bin noch nie in meinem Leben operiert von am Leib oder sowas, Kleinigkeiten. Mhm. Und trotzdem sozusagen ist jetzt diese wirklich geradezu perverse Situation, dass sie mich danach sehnen, dass man mir den Bauch aufschneidet. Mhm. So kann das Leben spielen. Ja. Wie ist denn jetzt die Chance, dass du eine Niere bekommst? Die Wahrscheinlichkeit? Wie kann die man da Wahrscheinlichkeit was sagen? Ist gut, aber der Zeitraum. Ich habe eine gute Konstitution. Die meisten, die da bei mir rumliegen, sind schon sehr alte Leute und teilweise nicht mehr transplantationsfähig. Und da sieht man wirklich ganz schreckliche Geschichten. Neben mir liegt einer, der beide Beine amputiert, weil er zuckerkrank ist, und man sieht da wirklich böse Sachen. Mhm. Also ich bin einer der Jüngsten mit 52 da. Also kann das dir jetzt drohen, dass du noch 2 Jahre warten musst? Oder? Kann drohen, dass ich nur 5 Jahre warten muss. Das kann alles sein. Ich kenne jemanden, der ist vor 10 Jahren nach 18 Monaten transplantiert worden, aber man weiß es nicht, man steckt nicht drin. Mhm. Und das Blöde ist, ich habe eine Freundin, die sich mir sehr verpflichtet fühlt, die hat mir vor 1,5 Jahren eine Niere spenden wollen. Ja. Aber die hat Blutgruppe B und ich habe 0, das ist positiv, und das ging nicht. Das heißt, du bist auch in einer Beziehung im Moment? Nein, das ist eine Freundin, mit der ich eine Vietnamesin, die habe ich mal zu DDR-Zeiten zur Flucht nach West-Berlin verholfen und die ist mir unendlich dankbar und wollte mir deshalb ihre Niere spenden. Was ja eine ganz, ganz tolle Sache ist, ne? Ja. Und wenn man das jemandem anbietet, also eine größere Freundschaftsleistung gibt es ja kaum mehr. Ich wollte, als ich damit anfing, wollte ich sowas gar nicht annehmen, aber dann hatte ich mal eine Kaliumvergiftung, das ist das Schlimmste, was einem passieren kann. Da hatte ich einen Teller voll Weintrauben gegessen und in Obst und Gemüse ist viel Kalium und ein gesunder Mensch pinkelt es sozusagen aus, schaltet es aus. Und ich kriegte eine Kaliumvergiftung und da kriegt man sozusagen eine Muskellähmung. Ich konnte nicht mehr laufen und war kurz vor, also ich fühlte mich wie vom Verrecken. Mhm. Mit letzter Kraft noch zur Dialyse und wurde dann da wieder sozusagen gereinigt und das war mir eine Wahnsinnslehre. Und dann habe ich zu ihr gesagt, pass auf, also okay, Wenn es geht, machen wir es. Ja. Hast du eine Beziehung im Moment, eine Freundin? Ja, ich habe eine Freundin, aber das ist, sagen wir mal, das ist ein bisschen, die ist verheiratet und deswegen will ich da nicht so drüber reden. Achso, ich wollte auf was anderes hinaus, weil ich das nicht weiß. Ja. Wenn man Dialysepatient ist, hat das Auswirkungen auf Potenz auch? Ja, absolut. Hat es? Die Libidofähigkeit verschwindet. Innerhalb von 1/2 Jahr war bei mir also absolute Impotenz angesagt. Und ist das immer so? Das ist das Problem. Ich habe mich noch nie geschafft, weder in meiner Dialyse noch im Urlaub, mit jemandem, also mit Männern, darüber reden zu können. Ja. Man ist nie allein und man weiß nicht, wie die so drauf sind in der Richtung. Ja. Ich war schon bei 1000 Ärzten und habe jetzt auch das neue Potenzmittel Cialis probiert, mit leider ziemlich negativem Erfolg. Also Viagra funktioniert, aber es funktioniert immer weniger, weil die Durchblutung immer schlechter wird. Irgendwie die Nerven sterben da ab. Ich habe schon etliche Gutachten von Ärzten machen lassen und außerdem bin ich gerade dabei, meine Krankenkasse und so auf die Zahlung von Viagra zu verklagen. Aha. Das läuft gerade, das Verfahren. Aber ich bin also schon ein Kämpfer. So du hast gerade noch eine andere Arznei genannt. Ist das ein ähnliches Produkt wie Viagra? Neues? Cialis ist vor 2 Wochen rausgekommen und das soll sozusagen noch eine Steigerung von Viagra sein. Also ich habe keine Nebenwirkungen bemerkt, die ja bei Viagra sehr stark sind. Mhm. Aber die Wirkung setzte erst, also ich bin in ein Bordell gegangen letzten Mittwoch. Ja. Und die Wirkung setzte erst ein, als ich schon wieder 2 Stunden zu Hause war. Ja, das ist ein schlechtes Mittel, ne? Ja, also da war ich völlig, also ich dachte, das ging gar nicht. Das heißt, das Mittel muss man 3 Wochen vorher einnehmen, bevor es dann irgendwann später mal wirkt, oder? Naja, Mann ist ein gesunder Mensch, bei dem funktioniert es vielleicht, bei mir jedenfalls nicht. Nur viel später und auch nicht so, wie es eigentlich sollte. Also, ist das jetzt eben auch noch eine große, beträchtliche Nebenwirkung, dass wenn man als relativ junger Mann, wie du es ja bist, auch die Potenz dann noch verliert? Das ist das Schlimmste, was mir, ich war immer sehr, sehr aktiv in der Hinsicht ich habe mit einem Professor an einer Klinik gesprochen, der meint, 1/3 der Männer würden das gar nicht bemerken, also die reden mit ihm gar nicht darüber, weil das egal ist. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, dass es mir egal sein kann, wenn man Sexualtrieb sich verabschiedet. Ja. Wie ist das denn, weißt du da etwas drüber, wenn man dann transplantiert ist hinterher, findet sich die Potenz dann wieder ein? Oder wie geht das ist leider überhaupt völlig unerforscht. Bei einigen Leuten stellt sie sich wieder ein, bei manchen ab und zu, bei manchen auch gar nicht. Mhm. Und kein Mensch weiß warum. Ich habe mich also mit der Firma
Pfizer hier, die Viagra produziert, in Verbindung gesetzt. Die haben ewig nicht geantwortet. Und dann kam da ein Brief, der mich sehr enttäuscht hat. Also offensichtlich gibt es für Niereninsuffiziente keine Forschung, wie man die Potenz wieder in Gang schmeißen kann. Bist du Frührentner? Ja, klar, leider. Ich hatte einen prima Job, alles durfte. Ja. Was hast du gemacht vorher? Ich war an der Freien Universität im technischen Bereich tätig in Berlin. Ja. Und hast jetzt entsprechend auch unfreiwillig viel Freizeit, was ja wahrscheinlich auch ein Problem ist, ne? Wenn man da so rumhängt und... Sicher. Und mit viel meiner Freizeit kann ich ja nichts anfangen, weil ich gehe nachts um 1:30 erst ins Bett, schlafe ganz lang, und da kann ich ja keinen mehr anrufen und das ist schon ziemlich langweilig. Und wenn ich von der Dialyse komme wie heute, da bin ich fertig, da mache ich nichts mehr. Was ist das eigentlich für ein Gefühl? Du musst ja jetzt auf, wenn du jetzt auf deine Niere hoffst, hoffst du ja gleichzeitig auf den Tod eines anderen Menschen. Ja. Wie kriegt man das so für sich auf die Reihe? Also ich habe mir gesagt, ich muss das haben, es gibt keine andere Möglichkeit und da kann ich mir keinerlei Sentimentalitäten leisten. Mhm. Ich bin wirklich ein sehr mitfühlender Mensch, aber das ist mir wirklich, ist mir natürlich egal, aber der Mann ist sowieso, oder die Frau ist sowieso tot. Ich bin da nicht schuld dran. Ja, ja. So muss man es ja auch sehen, genau. Anders geht's nicht. Wenn ich da ewig leide und sage, oh Gott, jetzt habe ich schon, der ist jetzt tot und so, dann kann ich mich ja gleich aufhängen. Wenn du eine Niere bekommst und wir wünschen es dir wirklich von Herzen, dass es sehr bald passiert, dass vielleicht morgen das Telefon schon klingelt, wie lange kann man dann mit so einer neuen Niere leben? Kannst du da ganz alt mit werden? Also der Mann, den ich kenne, der hat jetzt schon seit 10,5 Jahren eine funktionierende Niere. Ja. Und ich hatte mal vor zwei Jahren im Fernsehen, eine Frau in Thüringen hat jetzt schon 30 Jahre eine funktionierende Niere. Aber im Schnitt, ich habe Leute im Krankenhaus getroffen, da waren 2 Jahre gehalten, 7 Jahre gehalten. Mhm. Man weiß es nicht. Aber immerhin, wenn man seine neue Niere hat, geht das nächste Theater los, dass die Angst kommt, wie lange hält das Ding? Ja, oder wie wird sie abgestoßen, ne, in der Anfangsphase? Ja, und das merkt man ja, aber das ist natürlich auch schlimm, aber man kann sie dann 5 Jahre haben und dann kann es wieder, der muss noch wieder zur Dialyse. Und ich habe Leute getroffen, die das so gegangen ist, wenn die waren. Aber immerhin wären das 5 Jahre Lebensqualität. Natürlich, ne? sicher, ich würde ich auch immer machen. Ja klar, absolut. Ja, weil man weiß ja nicht, wenn man das Ding einsetzt, kriegt das hält jetzt so lange. Man kriegt das und funktioniert hoffentlich. Und dann ist man froh und glücklich. Ne? So Helmut, ich drücke dir die Daumen. Okay. Alle Leute, die jetzt zugehört haben, drücken dir mit Sicherheit auch die Daumen. Danke. Und toi, toi, toi. Tschüss. Alles Gute, tschüss. Ciao. Renate, 60 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, schon guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Renate. Erstmal, tolle Sendung immer. Ich bin eine ganz treue Zuhörerin. Dankeschön. Seherin. Seherin. Und ich habe folgendes Problem. Ja. Ich bin schon über 30 Jahre mit einem Mann befreundet. Mhm. Habe den 1970 kennengelernt und war 4 Jahre mit ihm zusammen. Der ist bisexuell. Mhm. Und jetzt im letzten Jahr, im Juni, haben sie ihn verhaftet. Und er hat mir aus dem Gefängnis geschrieben, er hätte eine große Dummheit gemacht. Und jetzt im Februar, am 4. Februar, habe ich bei der Staatsanwaltschaft angerufen und wollte mir einen Besuchstermin geben lassen, weil ich ihn besuchen wollte. Ja. Ich wusste nicht, warum und weswegen. Jetzt stehe ich im Konflikt, ob ich diese Freundschaft noch aufrechterhalten soll. Und zwar hat man mir dann gesagt bei der Staatsanwaltschaft, am 4. Februar jetzt wäre Termin, älter Termin. Um 9 Uhr wäre der Termin schon angefangen. Und ich wohne hier nah am Gericht, da habe ich mich schnell angezogen und bin da hingefahren, war gegen 11:30 da und musste mit meinem Entsetzen feststellen, dass er sexuellen Missbrauch an Kindern begangen hat. In 122 Fällen. In 122 Fällen? Ja, das ist reduziert worden auf diese Hälfte und die Kinder waren zwischen 11 und 15, oh Gott, 14 oh Gott, Jahre Gott, alt. Oh Gott. Ja, ich war auch sehr entsetzt. Moment, das hat er dir dann gesagt in diesem Termin? Nein, ich habe dann noch den Beamten gefragt, da sind ja immer Beamte. Mhm. Es war öffentlich. Nur, wo die Kinder reingeführt worden sind, bis sie ihr Alter gesagt haben und ihr Name und wo sie sich befinden. Der Richter hat auch seine Robe ausgezogen, hat sich neben diese Kinder auf diesen Zeugenstuhl da gesetzt. Und dann, als die Kinder dann, bevor sie ihre Aussage machten, mussten wir ja raus, die Zuschauer mussten raus. Und dann... Du hattest aber jetzt, das habe ich gar nicht richtig verstanden, du hast es mit ihm persönlich noch gar keinen Kontakt. Nein, nur brieflich. Er hat mir aus dem Knast da wenigstens 20 oder 30 Briefe geschrieben. Und er hat auch über die Tat geschrieben? Nein, nein. Gar nichts. Er hat nur geschrieben, eine große Dummheit. Ich habe eine große Dummheit gemacht. Mhm. Und ich habe ihm Weihnachten noch ein Päckchen geschickt. Warum hast du denn nicht in den Brief, du hast ihn mir auch zurückgeschrieben sicherlich.
Ja, ich habe nur einmal von der Staatsanwaltschaft Bescheid bekommen, dass sie einen Brief konfisziert haben, also beschlagnahmt haben, ja. Weil das wegen dem Termin irgendwas. Na gut, aber wieso hast du denn nicht eingefordert, dass er dir auch Auskunft gibt, was denn da passiert ja, ist? Ja, habe ich geschrieben. Er hat gesagt, wenn ich ihn mal besuchen käme, dann würde er mit mir darüber sprechen. Mhm. Und deswegen habe ich diesen 4. Februar jetzt angerufen und dann habe ich das erfahren, dass er auf 2 Tage war der Termin, am 4. Februar und am 6. Februar. Ja. Es gab aber noch keine Urteilsverkündung. Doch. Doch. Am 6. Und wie sah die aus? 6 Jahre, 9 Monate hat er gekriegt. Nur? Ja, nur. Ich habe ihm anschließend, nachdem ich da von diesem Termin zurückkam, habe ich ihm einen Brief geschrieben, habe geschrieben, also diese 6 Jahre, 9 Monate, für meine Auffassung ist das noch viel zu wenig. So, Herr Leitig, das heißt ja, unsere Sendung jetzt reicht's, ne? Und ich finde auf den Fall, den du gerade erzählt hast, bezogen, ist das wirklich der richtige Satz. Ich würde mit so einem Typ keinen Kontakt haben wollen mehr. Also auch wenn 30 Jahre Freundschaft dahinter stecken, nein. Und 4 Jahre war ich mit ihm zusammen. Und das auch noch. Auch. Und das Schwein hat sich an über 100 Kindern vergriffen. Ja, nicht an 100, das waren ungefähr 6 oder 7 Jungen. Ja. Aber es ist ja so, wenn einer einen Einbruchdiebstahl macht und hat da 40 Mal eingebrochen, dann wird er ja für diese 40 Fälle da verurteilt. Achso, weil du gerade so eine hohe Zahl, hast du nicht gerade irgendwas gesagt von 100? Ja, in 122 Fällen. Also da wird wohl ein Kind dann, gesagt, 46 Mal. Ich verstehe, ja. Ja, und dann auf alle Fälle, wo der Richter dann auf einmal so ein Kind da rein geführt hat. Mhm. Ich dachte, ich traue meinen Augen, meinen Ohren nicht. Da hörte ich, wie der Junge dann sagte, der ist im November letzten Jahres, war der dann 11 gewesen. Ne? Mhm. Und an dem Tag war auch noch ein Junge da, der hatte am 4. war der da, der ist dann an dem Tag 14 geworden. Also er fühlte sich als Wohltäter, weil er denen ja Essen gegeben hat. Mhm. Und dieser 14-Jährige, das war ein Stricher. Das haben die dann bei Gericht auch festgestellt. Mhm. Ne? Wenn er zu dir schreibt, ja nicht sagt, ich habe eine Dummheit begangen, eine große Dummheit begangen, das heißt ja, er bekennt sich auch schuldig, ne? Er schreitet ja, wieder. Ja, er hat ja auch dann zugegeben, dass er das gemacht hat, dass er den Kindern Geld gegeben hat. Wie schlimm für dich, wenn ich mich jetzt in dich hineinversetze, dass du 30 Jahre mit dem Typ so eng verbandelt warst? Ja, ich bin total... ich habe ihm noch geschrieben, weil ich vorher in den Briefen geschrieben hat, ja, ich bin und bleib deine Freundin, ne? Egal, was du gemacht hast, weil hier kurierten Gerüchte, er soll eine Tankstelle überfallen haben und dann Betrug gemacht haben. Mhm. Aber diese sexuellen Missbrauch mit Kindern, es stand ja auch hier zwei Sachen in der Zeitung ganz groß. Da ist dann Schluss, ne? Ja, ich bin jetzt. Alle sagen zu mir, hat mal keinen Kontakt mehr, denk daran, ich habe selber 2 Enkelkinder, ne? Und er war mit einem hier immer, mit dem, ich will jetzt keinen Namen nehmen, nee. Wenn Geburtstagsfeten war, zu Weihnachten, zu Silvester, haben wir immer ein bisschen zusammen gefeiert. Ja, und dann war immer ein Junge, aber dann hat man gesagt, das ist sein Patenkind. Ich habe auch nie bemerkt, dass er sich näher zu ihm hingesetzt hat oder dass sie sich gestreift oder irgendetwas. Mhm. Ne? Bist du sicher, dass da nichts passiert ist? Man also weiß es nicht. Was ich, wenn ich das vorher schon gewusst hätte, dann wäre ich mit 1000%iger Sicherheit hingegangen zu ihm und also wenn du jetzt diese 30 Jahre Revue passieren lässt, da fällt dir auch gar nichts auf, wo du jetzt heute mit sagst. Kindern nicht. Gar nichts. War jetzt nur, seitdem wir auseinander waren, danach hat er ja dann geheiratet und dann die Ehe ist dann geschieden worden und dann war er mit einem zusammen, aber der war ja auch schon 20, ne? Und 21. Das ist ja auch seine Sache gewesen. Okay, das ist sein Ding, das ist auch ein anderes Thema. Ja, eben. Und aber nie, dass das mit Kindern war. Also ich könnte es nicht, Renate. Ich würde den Kontakt radikal abbrechen. Also ich habe ihm jetzt nach dem Termin einen Brief geschrieben, habe ich geschrieben, also dass ich da, dass mir der Atem, also ich konnte nichts mehr sagen. Ich bin auch total nervös. Darauf hat er dann nicht reagiert nochmal? Nein, bis jetzt auf diesen Brief habe ich noch keine Antwort bekommen. Also ich würde jetzt auch eisern sein an deiner Stelle. Ich glaube, du bist es aber auch, ne? Oder? Ja, ich habe ihm geschrieben, habe ihm noch Briefmarken noch mit reingesteckt im Briefkuvert, ne? Ich glaube, ich wäre ganz radikal.
Nee, ich weiß es, ich wäre ganz radikal. Also, ja, weil ich das nie vermutet hätte. Bei aller Überzeugung, dass man auch vergeben muss und dass man eine Chance geben muss und so, aber irgendwann ist Schluss. Es ist wie Schluss, wenn der über so einen langen Zeitraum sowas gemacht hat. Aber mit Kindern? Eben. Also das kann ich gar nicht. Mhm. Und wenn ich jetzt nochmal das bemerken will, er war mal früher ein bisschen ganz rechts, ne? Mhm. Da hat er sowas verurteilt, ne? Mhm. Mhm. Ja. Ja, das sind die schlimmsten manchmal, die sich dann so geben und aber, also ich kann dir da keinen Rat geben. Ich habe dir jetzt nur ganz klar gesagt, wie ich mich verhalten würde. Letztendlich musst du es für dich selbst entscheiden. Mehr kann ich dazu nicht sagen, Renate. Ja. Domian, dann habe ich noch eine Frage. Bitte. Du hattest vor 4 Wochen eine Anruferin, wo die Schwägerin sich da umgebracht hat mit der Plastiktüte über dem Kopf, sitzend. Mhm. Da wolltet ihr doch nochmal anrufen. Ja. Weil ihr war das doch wohl nicht mehr so klar, weil sie doch Vermutung hatte da mit ihrem Schwager da und so. Ja, jetzt bin ich im Moment nicht genau informiert, was die Redaktion da angeleiert hat und eingefädelt hat. Ich würde sagen, dann, auch mal interessieren. Dann würden wir dich nur informieren oder wir nehmen es in die Sendung die nächsten Tage. Okay? Alles klar. Alles Gute, Renate. So. Dankeschön. Und herzlichen Glückwunsch noch zu deinem Bundesverdienstkreuz. Danke, Renate. Tschüss. Ja, ich habe dir auch schon mal geschrieben und einen Artikel geschickt aus meiner Stadt hier. Das ist ja nett. Ja, prima. Jetzt machen wir Schluss, weil ich jetzt noch einen Anruf habe. Alles klar. Okay, tschüss. Tschüss. Ju. Stefan, 22. Guten Morgen. Hallo Domian. Und der Stefan sagt auch, jetzt reicht's. Ja. Was ist es? Ich habe gestern von meiner Freundin erfahren, mit der ich seit jetzt fast 1,5 Jahren zusammen bin, dass sie mich ein drittes Mal mit ihrem Ex-Freund betrogen hat. Mhm. Das Ganze hat im letzten Juli angefangen, ging weiter im Oktober und das letzte Mal war Freitag vor einer Woche. Warum hat sie das getan? Das erste Mal, weil sie wortwörtlich ihn einfach mal wieder in sich spüren wollte. Sie wollte wissen, ob es genauso ist, wie es damals mit ihm war. Sehr schmeichelhaft, ne, für den neuen Freund, das zu hören. Sprich für dich. Gut, sie ist aber ehrlich gewesen. Das macht's nicht besser. Das entschuldigt sich. Sicherlich nicht, nein. Mhm. Als Vorgeschichte kommt auch noch hinzu, sie war ein halbes Jahr mit ihm zusammen, dann hat er sich von ihr getrennt und ich sag jetzt mal aus Liebe, ist sie dennoch ein Jahr lang oder hat sich ein Jahr lang von ihm ausnutzen lassen. Er ist fast täglich bei ihr vorbeigekommen, hat sich an ihr im Bett abreagiert und ist danach im Grunde gleich wieder gegangen. So, wie hat sie es begründet, dass es jetzt zum dritten Mal passiert ist? Sie hat gesagt oder sie hat gedacht, zwischen uns bringt es ohnehin nichts mehr, weil eben dieses Thema immer präsent war und schlimmer kann es gar nicht werden. Mhm. Hat aber währenddessen die ganze Zeit an mich gedacht, das glaube ich ihr auch. Während sie mit dem Sex hatte. Ja, und sie wusste von vornherein, dass es nicht richtig ist, dass sie mir wieder wehtut, na dass toll. Sie mich wieder verletzt. Mir kommen gleich die Tränen. Da kann ich ja schon drauf, wenn jemand dann erzählt, ja, ich habe an dich gedacht und es tut mir so leid und ich weiß, ich habe dich verletzt. Könnte ich kotzen, weißt du das, wenn mir das jemand sagen würde. Dadurch will man das irgendwie im Nachhinein noch rechtfertigen oder will sich bei dem anderen irgendwie einschleimen. Jürgen, ich weiß wirklich, dass ihr mit ihm keinen Spaß macht, mehr ins Bett zu gehen. Ja, aber tut sie es denn dann? Wie alt ist sie? Sie ist 18, ich bin 22. Ja. Beim letzten Mal hatte sie wieder so verletzt, dass sie einen recht großen Riss in der Scheidenwand hatte, ja? Ja, warum tut sie es denn dann? Man macht sowas nicht einfach nur aus Spaß an der Freude. Ja. Nein, aber warum tut sie es denn dann? Ich habe das Gefühl, weil immer noch dieses Abhängigkeitsgefühl bei ihr dasteht. Mhm. Also du bist sehr verständnisvoll. Du sagst gar nicht mal, es reicht jetzt, sondern du bist eher noch verständnisvoll, oder? Wie verstehe ich's? Ich möchte sie einfach verstehen. Ich möchte verstehen, was in ihr vorgeht, ja? Weil ich weiß, er ist damals schon handgreiflich zu ihr geworden, wenn sie eben gesagt hat, nein, ich möchte nicht mit dir schlafen. Mhm. Und ich habe einfach das Gefühl, wenn sie bei ihm ist und er fängt einfach an, dass sie den Mund hält, weil sie Angst hat, er wird wieder handgreiflich. Mhm. Gut, aber da kann man sich ja schon wieder fragen, warum lässt sie sich überhaupt auf die Situation ein, dass sie wieder bei ihm ist? Warum macht sie nicht radikal einen Schnitt? Kann sie ohnehin nicht machen, weil sie ist mit ihm in der Feuerwehr, sie sehen sich ohnehin, ja. Gut, dann kann man, da gibt's auch Mittel und Wege. Also ich habe fast den Eindruck, dass du mir da zu verständnisvoll mit umgehst. Und dass du da zu wenig hart auftrittst bei der jungen Dame. Also so ein Satz hier, ich wollte den noch mal in mir spüren. Da wäre aber bei mir alles gebacken gewesen, sage ich dir.
Also das, das Problem ist, wenn du sagst, dass da so auch so ein schweres Abhängigkeitsverhältnis besteht zwischen ihr und diesem Typ. Ne? Das ist ja, wie man das jetzt aufknackt. Jetzt ist die Sendung gleich vorbei. Ich möchte aber noch, dass du das mit meiner Psychologin berätst. Ja, okay. Ne, damit wir jetzt nicht so radikal Schluss machen. Ich leg auf, sie ruft mich zurück. Genau, so machen wir es. Okay. Ne? Alles Gute. Gut, ich bedanke mich bei dir. Schönen Nacht noch. Tschüss. Ihr Lieben, das war's für heute. In der Technik war Gunther Paperitz. Morgen sind wir 20 Minuten später im Fernsehen, aber pünktlich im Radio mit einer freien Themennacht. 1 Uhr Radio 1 live und 1:20 Uhr wieder Fernsehen. Tschüss.